Ja, wir klatschen natürlich alle mit, ist eh klar. Geht schon los. Fernsehen am Fahrer. Perfekt macht er das. Volle Routine. Dankeschön. Sie sind ja guter Freund und Studienkollege. Von ihm habe ich in der Messe gehört. Ja. Was zeichnet unseren Herrn Pfarrer aus? Er ist eine große Seele für die Menschen. Also das war damals schon, also mit ihm bis sofort gut Freund gewesen. Und das war im Studium schon so und das hat sich auch nachher bewahrheitet. Überall, wo er hingekommen ist, sind die Leute auf ihn zugegangen, weil er einen Ort hat, dass er einfach zuhören kann und mit allen Sorgen und Anliegen sind sie zu ihm gekommen. Weil er war einer, der hat gleich mal gefragt, wie geht's dir? Oder wie geht's deinen Kindern? Oder wie geht's deinen Eltern? Und da hat man das Gefühl gehabt, das meint er ernst, das ist kein Floskel. Also, dann hat man auch drüber reden können, wie es einem geht. Und das hat ihn ausgezeichnet und das hat er schon immer gehabt. Auf jeden Fall umsichtiger Seelsorger. Er reiht sich da bestens ein in die perfekten Seelsorger, die wir bisher gehabt haben in Bad Geizen. Er geht extrem positiv auf die Leute zu, hat einfach eine Eigenschaft, wo er ja, die Leute, denen es nicht so gut geht, wirklich weiterhilft. Hat immer einen Witz eingesteckt. Das sind also alles seine Eigenschaften, die ich persönlich als sehr, sehr positiv empfinde. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne, und ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Ein guter Hirt ist einer, dem die Schafe von alleine folgen werden. Wenn sie das Gefühl haben, da bin ich gut aufgehoben, da kann ich gerne nachgehen. Sie hören seine Stimme, sie vertrauen auf ihn, weil sie wissen, auf ihn kann ich mich verlassen. Sehr schöne Worte gesprochen und haben ihn halt als der gute Hirte dargestellt. Was glauben Sie, was ist da durch seinen Kopf gegangen? Ich glaube, er hat sich schon bestätigt gefühlt, weil es ihm das ein Anliegen ist, dass er für die Leute da ist, dass er sowas wie ein Hirte oder einer, der mit ihnen geht, eigentlich ist. Und da hat er sich, glaube ich, schon bestätigt gefühlt und er hat mich nachher auch gefragt, ob er die Predigt schriftlich haben kann. Dann habe ich ihm es gleich mitgegeben. Ja, das Bild vom guten Hirten begleitet mich schon lang, seit meiner Studienzeit ganz besonders. Habe natürlich auch als Bub daheim im Mönchdorf das Hirten noch kennt. Wir haben uns in die Kühe austrieben und waren dabei bis zum Eintreiben wieder. Mich beeindruckt der Hirte, weil er einer ist,
wie ich sie auf einer Statue bei mir da oben sehe. Die habe ich gekriegt damals von den Vereinen vor 3 Jahren zum 30-jährigen Priesterjubiläum, wie der gute Hirte sein Schaf um die Schultern hat und heimtragt. Er geht dem Verlorenen, dem Verletzten, dem Kleinen, dem Schwachen nach und bringt es heim. Und dieses Bild berührt mich sehr. Und mein Gottesbild ist sehr geprägt vom Bild des guten Hirten, weil ich Gott auch so erfahre, für mich selber auch. Wenn Sie Ihr Leben so ein bisschen Revue passieren lassen, was waren die prägendsten Ereignisse? Sicher mein Elternhaus war sehr prägend. Dann war prägend für mich ein Brand bei uns, ein Zimmerbrand, der mir bald das Leben gekostet hat. Mein Großvater und mir, da war ich ein Jahr alt oder nicht ganz ein Jahr, haben einen Glimmbrand gehabt und der Großvater war schon bewusstlos. Und ich habe eine starke Rauchgasvergiftung erwischt und war fast gestorben dran. Habe dann sehr stark Asthma gekriegt, bin jahrelang dran gehängt und aufgrund von Kuren und Behandlungen habe ich das Gott sei Dank wieder angebracht. Aber da habe ich schon sehr gelitten dran. Und darum bin ich jetzt umso glücklicher und froher, dass ich gesund bin, dass mir nicht so geht, dass es im Großen und Ganzen wirklich sehr gut passt. Thank you.